Privet, meine Panty-Shots, und herzlich willkommen zurück zu Nier Automata. Ich beginne ja normalerweise den Part damit, dass ich sage, was wir im letzten Part gemacht haben, aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung mehr. Es ist ein bisschen länger her, dass ich das aufgenommen habe, deswegen. Gibt es hier irgendwo Punkte? Irgendwas, was wie eine Mission aussieht? Was waren nochmal diese Symbole? Gott, ich habe die ganzen Symbole vergessen. Und natürlich kann ich hier keine Karte abrufen, die mir die Legende sagt. Gibt's hier was? Hier gibt's kaufen. Achso, ich glaube, das war ein Symbol für Shop. Große Erholung. Hatte ich das schon vorher? Und lohnen tut sich die große Erholung auch nicht. Aber überhaupt nicht. Naja, was ich aber machen kann, wäre, dass ich das ganze Zeug verkaufe, wo nur verkaufen steht. Wo ist denn das? Habe ich überhaupt noch so Zeug? Oder kann ich es gar nicht hier verkaufen? Ich konnte doch gerade eben. Achso. Ja, ich bin ein bisschen neben der Spur. Okay, Leute, ich versuche gerne Sachen beim Kaufen-Tab zu verkaufen. Das ist mein Hobby. Das mache ich immer gerne wieder. Großes Gehglück. Nein, das kann ich nicht verkaufen. Aber ich glaube, das ganze Verkaufenzeug war ja hier unten. Kann gegen Geld getauscht werden. Ich habe 7 Stück! Ich habe 7 verdammte Maschinenkerne! 70.000 Gold! Das kann doch nicht sein, dass man das wirklich. Aber wenn da steht, kann gegen Geld getauscht werden, schätze ich mal, wird man das auch nur gegen Geld tauschen können, wurde mir auch so geschrieben. Aber okay. 70.000. Well. Well. Das ist. Not bad. Das ist echt not bad. 97.000. Das stimmt, wir wollten ja uns eigentlich ein Plugin holen. Und wenn das Symbol für einen Shop steht, bedeutet das hier bei 2B gibt es noch einen Shop? Gibt es hier einen Plugin-Shop? Nein. Wo ist denn das Kerlchen eigentlich jetzt hin, bei dem wir immer die Erweiterung kaufen konnten? Ich guck nochmal nach. Aber ich glaube, das ist nicht da. Warum auch immer. Das war ja, glaube ich, auch beim letzten Part, ja. Wo ist denn der hin? Oder war er überhaupt? Nee, der war bei dem anderen. Bei der anderen Stelle war der. Der war gar nicht beim Hangar. Ups. Ich hoffe nebenbei vom Ton ist alles okay. Ich kämpfe immer noch mit dem neuen Aufnahmeprogramm. Aber ja, so, sollte passen. Also notfalls ist es zu leise und zu leise ist in meinen Augen immer noch besser als zu laut. Weil wenn es zu laut ist, hört ja meine wunderbare Stimme nicht mehr. Zudem habe ich ein bisschen Bass aus meiner Stimme rausgenommen und hoffe, dass das so vielleicht angenehmer ist als sonst. Wo ist der Typ hin? Hier stand doch immer dieser Typ, der uns immer das coole Zeug verkauft hat. Ich will meine Erweiterung, ich will mehr Plugin-Chips ausrüsten können. Wo ist der hin zur Hölle, verdammte? Habe ich nicht gesagt. Wollen wir dann einfach. Ich weiß nicht, sollen wir nachschauen für den? Ich frag mich echt, wo der hin ist. Vielleicht hier irgendwo? So. Nein, ihr seht nicht aus wie. Nicht schlecht. Ihr seht nicht aus wie der Typ, aber generell waren hier nicht viel mehr Leute? Wo sind denn die alle hin? Vielleicht sagt die Trolle uns das. Wett? Wett? Warum ist denn der Sound so leise? Was geht denn jetzt ab? Sound? Stimmlautstärke. Hä? Warum war die gerade so leise? Ach so, das ist gar nicht die, die redet.
Das sind die da hinten. Okay, ich dachte gerade, warum ist denn der Sound so leise? Ja, nichts, was uns irgendwie weiterhilft zu wissen, wo denn hier alle hin sind. Naja, dann kehren wir halt zur normalen Welt zurück. Wahrscheinlich wegen dem Story-Event, wo diese eine Alien-Maschine da aufgetaucht ist, sind jetzt hier ein paar verschwunden. Was weiß ich, ich habe echt keine Ahnung. Auf zum Widerstandslager, was nebenbei der einzige Teleportationspunkt ist, den wir auf der Map noch haben. Also generell haben. Ich weiß nicht, warum ich im Kopf hatte, dass ich mich überall sonst teleportieren kann. Ich weiß es echt nicht. Deswegen. Ja. Die Musik ist auch so merkwürdig irgendwie. Die ist so ruhig und einheitlich. Das macht mir Angst, selbst hier im Ladebildschirm. Also, wir haben scheinbar wirklich was Großes losgetreten mit diesem Event. Ah, okay, jetzt ist die Musik hier normal. Okay, was hast du denn für eine Aufgabe für uns? Stimmt irgendwas nicht? Ihr seid von Joha, stimmt's? Ob ihr wohl. Es ist so, dass ich kürzlich bei einem Handgemenge mit einigen Maschinenwesen den Kürzeren gezogen habe. Beim Kampf wurde ein Teil meines Speichers beschädigt, was mir heftige Schmerzen bereitet, wie ihr euch wohl vorstellen könnt. Nehmt zum Beispiel dieses Foto. Keine Ahnung, wann sie aufgenommen wurden oder was auf ihnen zu sehen ist. Ich weiß nur, dass sie wichtig sind. Okay. Ah, das ist, der Freizeitpark. Sind das noch Gebiete, wo wir hinkommen? Ich verstehe ja, dass ihr beschäftigt seid, aber wenn ihr die Zeit haben solltet, mir zu helfen, dann wüsste ich das sehr zu schätzen. Ihr helfen, sich zu erinnern. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr die auf den Fotos abgebildeten Orte findet, schickt mir bitte die Koordinaten. Hoffentlich hilft mir das dann, meine fehlende Erinnerung wiederherzustellen. Wir geben dir Bescheid, wenn wir was finden. Danke. Fotos angenommen. Okay. Ach du Scheiße, wie viele Punkte sind denn auf der Map? Holy fuck, was haben wir denn alles zu tun? Ich glaube, wir werden noch lange, lange an diesem Spiel festsitzen. Okay, Wartungsshop. Ups, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass Tobi gelabert hat. Tobi sage ich. Nein, S. Entschuldigung. Hier liegt ein Item. Ein Angriff plus. Was hast du denn? Hey, ihr seid wieder da. Und wie ist es gelaufen? Habt ihr ihn gefunden, oder? Ihr die Wahrheit sagen? Behaupten, er war nicht zu finden. Oh. Wir haben ja das Widerstandsmitglied gefunden. Oh. So leid es mir auch tut, aber ich muss die Wahrheit sagen. Es tut mir sehr leid, aber dein Freund ist tot. Ich finde super, wie die Musik sogar aufhört. Oh. Er hatte versucht, sich an der Maschine zu rächen, die seinen Kameraden tötete. Nein, oh nein. Doch er war nicht stark genug und die Maschine hatte stattdessen dann ihn getötet. Verdammte Maschinen. Ich werde sie alle umbringen. Ruhig, alles ist gut. Wir haben die Maschine erledigt, die deinen Freund getötet hat. Habt ihr? Ja, haben wir. Was bedeutet, dass kein anderer mehr Rache nehmen muss? Aber was soll ich denn jetzt machen? Ich habe weder jemanden, den ich lieben, noch jemanden, den ich töten kann. Ich habe nichts. Das ist nicht. Komm schon, ein S. Sieh mal, wir kommen wieder, okay? Wir kommen wieder und sehen nach dir. Die Ärmste. Die tut mir leid. Chips kaufen, verbessern. Körperberatung, was? Über was wollen Sie sprechen? Ach so, das war das. Okay. Ich dachte schon, die wird gerade über die Periode aufgeklärt. Was? Oh, hier kann ich das auch kaufen. Dieses plus 16 Aufbewahrung und so weiter. Okay. Und ich habe sogar genug für alles. Ja, dann kaufe ich alles. Ich habe mehr als genug Geld dafür. Oh Gott, wir können. Können wir jetzt komplett alles an möglichen Chips ausrüsten? Plug-in-Chips da. Ja, wir haben alles. Wir haben alle möglichen Chipplätze. Okay, das ist jetzt geil. Das ist jetzt echt geil. Zudem wurde mir gesagt, die Farben hier am Rand sind der Seltenheitsgrad der Chips. Also ich schätze mal, gelb ist dann extrem selten, das dunkle ist dann nicht so selten und das andere ist so mittel. Was habe ich denn?
Ich habe die ganzen hier, glaube ich, nicht ausgerüstet. Also Schadenswert. Werte des ausgeteilten und erlittenen Schadens anzeigen. Ja. Erhöht Stärke von Projektilangriffen um 10%. Direkt. 10%. Geil. Physischen Schaden um 4%. 2 Sekunden Unbesiegbarkeit nach erlittenem Schaden. Okay, ich habe dafür nicht genug. Aber ich könnte den hier wieder entfernen. Irgendwie konnte ich das Ding doch automatisch sortieren, oder? Optimieren. Ja. Alle Chips habe ich jetzt genug für. Das kann ich. Ach, na, 6 Sekunden ohne Schaden. 2 Sekunden Unbesiegbarkeit? Ja, kann ich ausrüsten. Okay, super. Dann wäre das alles ausgerüstet. Ja. Das, Feuerkraft plus 3, ja, Projektilangriffe 10% stärker. Und Waffenangriff, was war das? Oder? Waren das beides Projektilangriff? Ich dachte, das war auch einmal Waffenangriff. Ne, das sind beides mal Projektilangriffe. Todesheilung war 5% für den besiegten Feind, okay. Achso, hier Waffenangriff plus. Ja, 2%. Nur 2%? Nee, das habe ich gar nicht ausgerüstet. Hä? Ich dachte, diese 10% waren auch Waffenangriff. Oder habe ich mich einfach verlesen? Ich glaube, ich habe mich verlesen. Dann könnte ich. Theoretisch könnte ich so einiges hier rausschmeißen. Weil diese ganze 4% Zeug, das bringt mir ja kaum was. 5%, 15%, das ist ja schon was, aber. Bewegungsgeschwindigkeit um 8%. Na, okay. Das ist schon cool. Blendet ein Symbol ein, wenn Angeln möglich ist. Ich weiß nicht. Ich würde halt am liebsten noch anderes Zeug ausrüsten. Vor allem sowas wie Fundrate plus. Ich optimiere es erstmal. So. Fundrate plus. Wo warst du? Ne, hier. Ach, das passt sogar. Ah, okay. Dann haben wir jetzt Fundrate plus auch ausgerüstet. Perfekt. Joa. Ja, so lässt es sich leben. Ich guck mal, ob die hier Chips hat, die vielleicht besser sind als meine jetzigen. Ah, okay, man kann diese Projektilangriffe um 10% sogar kaufen. Okay, das ist interessant. Waffenangriff plus, ja, 2% ist jetzt nicht so die Welt. Das ist halt mein Problem. Angeblich kann man diese Chips auch richtig gut farmen. Weiß ich nicht. Pot verbessern könnte ich eigentlich, aber dafür brauche ich ganz viel Zeug. Okay, dann halt nicht. Sehen Sie uns bald wieder. Ah nee, ich konnte bei ihr ja noch. Ja, ich weiß, ich bin gerade ziemlich lang bei ihr. Hier noch so Zeug kaufen. Produziert Energie, die in Form tödlicher Speere aus dem Boden sprießt. Analysiert Feinde in einem fixen Radius, in dem Kämpfer eine Reihe tödlicher Hiebe verursachen können. Okay. Das klingt gut. Der Hammer klingt gut. Und die schützende Barriere. Projektilangriffen, physischen. Projektilangriffe sind eigentlich eher das Problem, wenn es ums Verteidigen geht. Physisch eher weniger. Dann könnte ich ja jetzt Pot-Programm statt den Laser sagen wir den Hammer. So. Und jetzt bitte einmal. Ja, das Ding gefällt mir. Das sieht schön aus. Hoch, was liegt denn hier? Ein Angriff plus. Okay. Stimmt, bei dem habe ich gar nicht vorbeigeschaut. Bei dem hätte ich vielleicht noch was anfangen können, obwohl ich kann nix. Ich bräuchte halt Tierfell. Dann könnte ich Tugendwürde upgraden. Aber mit Tugendwürde kämpfe ich gar nicht. Obwohl, wenn ich es upgraden würde, dann würde ich damit schon kämpfen. Wie viel nimmt eigentlich die Erfahrungsleiste weg? Eins. Dann nehme ich die. Denn ich mag Erfahrungsleisten. Es ist einfach so ein persönlicher.
Okay, das ist doof. So eine persönliche Vorliebe. Ich mag es, wenn ich immer eine Erfahrungsleiste habe, wo ich sehe, wie alles ist. Blendet hat in manchen Situationen automatisch ein. Fähigkeitenleiste? Entfernung führt zum Tod. Okay, das entferne ich nicht. Irgendwas, was kaum Platz wegnimmt. Ja, komm, das kann ich eigentlich immer hinzufügen. Vor allem, weil ich in etwa weiß, wo man angeln kann, wenn ich das vor allem auch brauche. So. Hat der Typ noch irgendwas an Sachen, die nur einen Platz wegnehmen von Chips her? Das habe ich alles schon. Kosten. Nee, die Kosten sind zu hoch. Naja, egal. Und wo ist die Erfahrungsleiste? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht sehen wir es, sobald wir einen Gegner töten. Und es ruckelt wieder. Mir wurde nebenbei gesagt, es liegt an der schlechten Portierung. Also, es hat mich wirklich. Also, warum blendet es immer noch ein, wenn Angeln möglich ist? Seltsam. Ach so, da ist die Erfahrungsleiste. Okay, jetzt sehe ich die. Aber warum auch immer das immer noch auftaucht, wenn Angeln möglich ist? Ich habe das doch entfernt. Was auch immer. Naja. Was liegt hier? Eisenerz. Okay, da vorne ist schon die erste Nebenmission und da gehe ich auch erstmal hin, wobei ich ehrlich gesagt nicht mal weiß, was das genau für eine Mission ist. Hallo? Danke. Karte. Jorha Verräter. Ach so, ich soll ja die ganzen Typis, die sich vor dem Militär drücken, zurückbringen. Oder besser gesagt, bestrafen. Ah, will ich nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Ist nicht so meins. Aber ich schätze mal, ich kann da auch auswählen, ob ich die jetzt bestrafe oder nicht. Oh, eine Kiste. Zudem wurde mir gesagt, dass ich nicht versuchen soll, bei Ma dem einen Sensei da mich zu überleveln, weil ich sehr lange leveln werde. Also es ist schon gewollt, dass er so übermäßig stark ist. Das heißt, ich werde da wahrscheinlich gleich wieder hin und mich darum kümmern, ihn zu bekämpfen. So, was gibt's denn hier oben? Ich sehe irgendeinen Punkt mit einer Mission. Irgendwer, der wegläuft. Okay. Oh. Ach so, das war 9S. Ist das dieser Roboter? Also die Maschine? Bist du meine Mission? 9S hat gerade ein bisschen gestört. 9S, geh weg. Ich will mit dem reden können. 9S, stör nicht. Danke. Du da! Oh, warst du ständig auf dem Pfad der Tugend? Das Leben ist ein fluchtiger Augenblick. Wir müssen geradeaus fliegen wie ein Pfeil, um niemals vom Weg abzukommen. Also lasst uns sehen, wer von uns schneller ist. Glaube an dich selbst und ergreife die Zukunft mit beiden Händen. Gegen ihn antreten. Oh ja, du wirst verlieren. Okay. Und wohin müssen wir jetzt? Ach so, wir starten jetzt hier bei so einer Racingbahn. Geil. Erstmal ein Wettrennen. Die erste Tempomeisterschaft. Die Ziellinie ist dort hinten. Okay. Und da muss ich scheinbar als erster hin. Du und ich, mein Freund, alles ist erlaubt. Alles? Also könnte ich auch theoretisch ihn verprügeln. Ja, okay, hier haben wir aber jetzt einen Vorteil durch unseren Plug-in-Chip. Erstmal was aufsammeln. Der scheint ja recht langsam, der Typ. Also zumindest sehe ich ihn gerade nicht. Aber okay, wir müssen klettern, der wahrscheinlich nicht. Ich frage mich, wie schwer das gemacht wurde. Ach du Scheiße, der ist ja doch schnell. Ach Scheiße, wir haben verloren. Okay. Dann müssen wir von neuem starten. Dann sollte ich wirklich nichts einsammeln. Ich dachte, das wäre so die erste Meisterschaft total easy peasy. Aber dadurch, dass wir klettern müssen und irgend so ein Hohlraum ist hier eingestürzt, mussten wir gerade verlieren. Ja, also wir haben verloren, weil, naja, da musst du nicht klettern. Nun reiße ich zusammen und fordere mich nochmal hinaus. Ja. Gegen ihn antreten. Oh ja, du wirst verlieren. So, let's go. Let's go, my little friend.
So, los geht's, die erste Tempomeisterschaft. Die Ziellinie ist dort hinten. Ich will halt die ganzen Items einsammeln, aber ich glaube, ich kann das auch außerhalb der Mission. Alles ist erlaubt. 3, 2. Dürfte ich theoretisch ihn auch verprügeln? Ich weiß nicht, ob das so schön wäre. Ich glaube, das wäre nicht gerade sportlich. Und mich stört es, dass die ganzen Maschinen mich angreifen, aber naja, die sind so langsam. Das stört uns jetzt auch nicht so sehr. Es ist halt nur unfair. So. Schön hier rüber balancieren. Bloß nicht runterfallen. Und wir sind da. Ja, okay, das war doch ziemlich einfach. Na, obwohl der ziemlich weit hinter uns war. Also nicht weit hinter uns war. Donnerlittchen, du bist schnell, aber nicht super schnell, wenn du verstehst, was ich meine. Ich freue mich, wenn ich dein Talent erneut prüfen kann und nächstes Mal machen wir es noch schwieriger. Okay. Hallo, hallo, bereit wieder gegen mich anzutreten? Ich habe dir sofort angesehen, dass du dem Jagdfieber nicht widerstehen kannst. Nun lass uns ein Rennen laufen, das selbst unsere Seelen verzückt erbeben lässt. Ja, lass uns beben. Eine ausgezeichnete Antwort. Okay, dann nächstes Rennen direkt hinterher. Dann machen wir das mit dem Sensei wahrscheinlich im nächsten Part. Okay, ich sehe schon da hinten. Wir müssen wahrscheinlich rechts rum. Oder unten rum. Ich glaube, rechts rum wäre die bessere Wahl. Zeit für den Start in deine Zukunft. Und zwar jetzt. Und nein, es will erstmal losrennen. So, go. Ich glaube, wir müssen nämlich wirklich hier so seitlich entlang, weil sonst habe ich keinen Plan, wie ich auf die andere Seite kommen soll, ohne zu viel Zeit zu verlieren. Ah, okay, ich sehe auch auf der Minimap, wo er gerade ist. Und Alter, der ist ja fast beim Ziel. Das war knapp. Der ist echt schnell. Nicht übel. So langsam wirst du ein echter Renner. Nicht nachlassen. Ich will, dass wir uns gemeinsam immer weiterentwickeln. Ich bin hier, wenn du es noch einmal versuchen möchtest. Hallo, hallo, hallo. Haben wir verloren? Nee, oder? Ich spüre es in meinem Kern, weil der hat es irgendwie so formuliert. Nochmal versuchen. Heute ist der Tag, an dem wir die ultimative Geschwindigkeit erreichen. Wir werden alle Mauern durchbrechen. Schall, Licht, Tachyon. Zweifeln niemals an deinem wahren Potenzial. Ich würde sagen, ja komm. Alle guten Dinge sind drei. Oh, heute zeigen wir der Welt, was es bedeutet, die Verkörperung der Geschwindigkeit zu sein. Und wir haben scheinbar doch gewonnen. Weil es war echt eine seltsame Formulierung. Heilige Scheiße, wo müssten wir jetzt hin? Dritte Tempomeisterschaft? Unser Ruhmreich ist gleich dort hinten. What the fuck? Wie sollen wir denn da rüberkommen? Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich glaube, wir müssen. Ja, wir müssen hier so außen rumlaufen. What the fuck? Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist dafür, aber was anderes fällt mir nicht ein, außer hier außen rum. Weil sonst komme ich ja nicht mehr hoch, wenn ich da durch die Mitte gehe wie er. Und der ist mir viel zu schnell. Nee, der ist schon fast da. Ja, der ist da. Der ist viel zu schnell. Nein, 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 du musst das ganze Feuer deiner Seele entfachen. Ja, ich glaube, ich brauche mehr Plugin-Chips für Bewegungstempo. Oder habe ich meins vielleicht abgelegt? Anpassen? Ausgerüstet? Bewegungstempo plus 2. Nee, doch, habe ich ausgerüstet. Habe ich noch irgendwas für Bewegungstempo? Ich glaube nicht. Doch, hier. Um 2%. Dann würde ich sagen, machen wir ja einfach das hier mal kurz weg. Und Bewegungstempo plus. Achso, nee, ich habe das ausgerüstet, oder wie? Nee, doch, hier. Noch Bewegungstempo plus. Falls es nicht klappt, gehe ich zurück zum Shop und kaufe mir dann ganz viele Bewegungs. Na, obwohl ich habe nicht genug Geld. Irgendwann kaufe ich mir dann ganz viele Bewegungsplus-Chips und dann. Ja. Okay, lass uns loslegen. Okay, wir haben jetzt 2% mehr Geschwindigkeit. Mal schauen, ob das was wird. Ich verliere halt recht viel Zeit beim Runterfallen. Kann ich da irgendwie Zeit sparen? Los geht's, die dritte Tempomeisterschaft. Ja, gleich dort hinten. Ja, ich weiß. Musst du mir nicht nochmal zeigen. Und jetzt flieg. Flieg los in eine blendende Zukunft. So, ich versuche mal nicht mit dem Dash runterzugehen, sondern ganz normal. Nee. Ich verliere dennoch diese Zeit, weil 2B meint, erstmal voll coole Posen machen zu müssen, wenn sie auf dem Boden landet, bevor sie, ja, irgendwas anfängt.
Die Bewegungsgeschwindigkeit hat ja auch Auswirkungen auf unseren Dash, oder? Weil unser Dash ist ja das, womit wir recht schnell werden, aber nee, der ist jetzt schon wieder fast dran. Nein! Das war so knapp! Das war echt so knapp! Ja, ganzes Feuer deiner Seele. Hätte Tobi nicht ihre scheiß Pose gemacht, wäre ich hier noch. Oh. Ich versuch's noch ein letztes Mal, okay? Ja, lass uns loslegen. Ich versuche es noch ein letztes Mal. Bitte, lass mir das. Ich will es wenigstens probieren. Ich meine, ich habe 10% höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Das wird schon irgendwas bringen können, oder? Ah, gleich dort hinten. Vielleicht, wenn ich auf das Gebäude daneben irgendwie springe, dass ich dann. Nee, ich verliere mehr Zeit dadurch, dass ich den Umweg laufe. Go! So, nee, der Sprung hat's versaut. Der Sprung hat's noch schlimmer gemacht. Ich habe gehofft, dass der Sprung das vielleicht verhindert, dass sie diese Pose macht, aber nein, das hat's leider nicht. Ja, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Es ist echt knapp bemessen. Also dafür, dass ich schon die Upgrade-Chips habe. Vielleicht braucht man ja die Upgrade-Chips dafür. Wer weiß. Ja. Und natürlich habe ich jetzt voll viel Schaden und krieg das gar nicht zurückerstattet, Spiel. So nett von dir. ja, dann halt. So. Wird schon gut gehen. Ja, dann. Lass mir die Mission jetzt erstmal. Da unten ist ja die Hauptmission, die will ich aber noch nicht. Ich könnte hier die ganzen Items mal einsammeln. Das wäre eine Idee. Hier liegen ganz viele, aber die respawnen ja eh. Kristalle erhalten. Na, obwohl, vielleicht gibt es hier jetzt was Neues, wo alles eingestürzt ist. Who knows? Kupfererz erhalten. Was liegt denn hier hinten? Baumsaft erhalten. Ja, stimmt, wir brauchten ja ganz viel Zeug zum Upgraden. Dann sollte ich das schon alles einsammeln. Kann ja nützlich werden. Theoretisch müsste ich aber eigentlich irgendwie mal eine halbe Stunde oder so offscreen alles sammeln, um ja gute Upgrades machen zu können oder vielleicht per Stream oder so. Wie ich bei Dark Souls das gemacht hatte mit den Seelen und den Scherben. Da hatte ich ja auch das per Stream alles schön brav aufgesammelt. So, noch das Item und dann würde ich sagen, war es das auch mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn er eigentlich nur aus Einkäufen und Wettrennen bestand. Aber hey, das ist auch ein Teil des Spiels. Oh ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich natürlich wie immer wissen. Und an die Leute, die öfter hier mal Kommentare schreiben, schaut mal bei Minecraft Ezza vorbei, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bei ein großes Danke an euch oder so heißt die Folge. Schaut einfach mal vorbei, dann werdet ihr schon merken, was ich gerade meine. Und mit den Worten sage ich auf Wiedersehen, Leute, euer Feuerkraft plus 1.